Okay. Hallo. Was ist hier los? Wo sind die Wachen? Wo ist Zarin? Hä? Nein, zurück. Diese Arbeit ist wichtig. Das ist die glorreiche Rettung meiner Spezies. Ach, das ist Doktor Nochwart hier. Sie werden nicht die Arbeit vernichten, die wir hier begonnen haben. Fein gemacht. Das war's hier, ne? Garrus, sind wir hier sicher? Sag einfach ja. Alle Ziele neutralisiert. Ah, das wollte ich wissen. Mann. Ey! Ach, egal. Bin ich denn überhaupt mit meiner Maus, ey? Seht das hier schon wieder nicht? Gut, dann hier halt durch die grüne Tür. Grüne Tür. Grün ist sie ja nun nicht. Hier lang. Da drüben. Alle Ziele neutralisiert. Sehr schön. Nicht schießen. Ich will einfach nur hier raus, bevor es zu spät ist. Ich werde Ihnen nicht wehtun. Wer sind Sie? Rana Thanoptis, Neurospezialistin. Aber dieser Job ist es nicht wert, dass man für ihn stirbt. Oder Schlimmeres. Glauben Sie, die Indoktrination beschränkt sich nur auf Gefangene? Oh, kann die Musik jetzt nicht aufhören? Später wird Zarin auch versuchen, mein Hirn zu zerschneiden. Ich dachte, das wäre eine Brutstätte. Nicht diese Ebene. Wir studierten den Effekt der Sovereign auf organische Gehirne. Jedenfalls hatte ich das gedacht. Zarin hielt das alles so gut, es ging vor uns geheim. Sie haben ihm geholfen und wussten nicht mal warum? Ich hatte keine große Wahl. Diese Position ist ein wenig fester, als ich erwartet hatte. Aber ich kann Ihnen helfen. Dieser Lift hinter mir führt zu Zarins Privatlabor. Ich kann Sie reinbringen. Sehen Sie? Voller Zugang. Sämtliche Privatdateien von Zarin. Sind wir jetzt quitt? Kann ich gehen? Was haben Sie hier studiert? Dieses Schiff, die Sovereign. Es sendet eine Art Signal aus. Nicht nachweisbar, aber vorhanden. Ich habe die Wirkungen gesehen. Zarin benutzt sie, um seine Anhänger zu beeinflussen, zu kontrollieren. Man nennt das Indoktrination. Dem Signal direkt ausgesetzt zu sein, bewirkt, dass man sich in einen hirnlosen Sklaven verwandelt, wie die salarianischen Testsubjekte. Aber es gibt auch Kollateralschäden. Ich werde diesen Ort zur Hölle und zurücksprengen. Wenn Sie lebendig hier rauskommen wollen, sollten Sie lieber die Beine in die Hand nehmen. Was? Sie können nicht? Ich werde nie... Oh. Oh. Sie haben es genossen. Natürlich, sicher, Digga. Ist hier irgendwas Interessantes? Och, mittelschwer. Ich komme ja nicht mehr mit den Einfachen klar. Dann gehen wir mal das hier durch. Die Musik kann sich jetzt auch mal wieder beruhigen, ja? War das gut, sie freizulassen? Ja. Warum nicht? Müssen ja nicht immer so viele sterben. Mein Rex. Commander, sehen Sie doch. Noch ein Sender. Wie der auf Eden Prime. Ich weiß. Ruhig, Dick.
Nein, ich muss nach unten. Sie hatte wieder eine Vision und ich glaube... Sarens Experimente müssen gestoppt werden. Wenn wir diese Basis eliminieren, wird Saren das spüren. Wir können ja nur wieder nach oben. Ich habe das Gefühl, als ob bald was Schlimmes passieren wird. Sie sind's nicht, Saren. Was ist das? So eine Art VE-Schnittstelle? Rudimentäre Kreaturen aus Fleisch und Blut. Sie stimulieren meinen Verstand, wie sie im Dunkeln stochern und unfähig sind zu verstehen. Ich bezweifle, dass es eine VI ist. Es gibt eine Existenzdimension, die so weit von ihrer eigenen entfernt ist, dass sie sich nicht vorstellen können. Ich bin jenseits ihrer Vorstellungskraft. Ich bin Sovereign. Sovereign ist nicht nur ein Reaper-Schiff, das Saren gefunden hat. Es ist ein Reaper. Reaper. Eine Bezeichnung, die die Proteaner erfanden, um der Zerstörung einen Namen zu geben. Aber letztendlich ist es irrelevant, wie sie uns nennen. Wir sind einfach. Die Proteaner verschwanden vor über 50.000 Jahren. Sie können nicht dabei gewesen sein. Das ist unmöglich. Organisches Leben ist nichts weiter als eine genetische Mutation. Ein Unfall. Ihr Leben wird in Jahren und Dekaden gemessen. Sie verwelken und sterben. Wir sind ewig. Die Spitze der Evolution und Existenz. Verglichen mit uns sind sie nichts. Ihre Ausrottung ist unausweichlich. Wir sind das Ende von allem. Es gibt eine komplette Galaxis voller vereinter Rassen, die nur darauf warten, sich mit ihnen zu messen. Zuversicht geboren aus Unwissenheit. Der Zyklus kann nicht durchbrochen werden. Zyklus? Was für ein Zyklus? Das Muster hat sich bereits öfter wiederholt, als Sie es begreifen können. Organische Zivilisationen erheben sich, entwickeln sich, schreiten voran. Und am Gipfel ihres Ruhms werden sie ausgelöscht. Die Proteaner waren nicht die Ersten. Sie waren es nicht, die die Zitadelle erschufen. Sie waren es nicht, die die Massenportale schmiedeten. Sie fanden sie einfach. Die Hinterlassenschaft meiner Art. Warum sollten sie die Massenportale bauen? Nur um sie von jemand anderes finden zu lassen? Ihre Zivilisation basiert auf der Technik der Massenportale. Unsere Technik. Indem sie sie nutzen, entwickelt sich ihre Gesellschaft auf dem Weg, den wir für sie vorgesehen haben. Wir zwingen dem Chaos der organischen Evolution eine Ordnung auf. Sie existieren, weil wir es ihnen erlauben. Und sie werden enden, weil wir es fordern. Sie ernten uns ab. Sie lassen uns so weit entwickeln, wie sie es wollen, und dann löschen sie uns aus. Sie sind nicht mal lebendig. Nicht wirklich. Sie sind nur eine Maschine. Und Maschinen können zerstört werden.
Worte sind so leer wie ihre Zukunft. Ich bin die Vorhut ihrer Zerstörung. Dieser Austausch ist jetzt... Commander? Wir bekommen Ärger. Schießen Sie los, Joker. Dieses Schiff, die Sovereign, sie bewegt sich. Keine Ahnung, was sie da unten gemacht haben, aber das Ding hat gerade eine Wende gemacht, die jedes unserer Schiffe entzwei gerissen hätte. Sie kommt in ihre Richtung, und zwar schnell! Sie müssen fertig werden, schnell! Die Konsole ist hinüber. Befehle, Commander? Wir brechen auf zur Brutstätte. Es ist an der Zeit, diesen Ort zur Hölle zu sprengen. Sie haben recht, Commander. Wir treffen uns dort. Joker, Ende. Na denn, hopp. Was war hier? Ja. Die Salarianer werden ihren Part erfüllen. Kümmern wir uns lieber um unsere Part. Wo ist denn jetzt die Brutstätte? Feinde gesichtet. Wo? Oh. Wie kannst du die sichten? Geht jemand um? Shepard muss näher kommen. Yaito, machen Sie einen Bogen um sie. Lassen Sie... Mann, ich brauche bessere Dinge. Licht, ja. Ja, liebe Freunde, das war ein... Alle Ziele neutralisiert. Sieht zwar klein aus, aber... Das war ein Reaper. Ich hätte noch ein bisschen fragen können da, aber... Wir müssen jetzt nach oben. Der Geschützturm könnte einige böse Löcher in der Normandie hinterlassen. Das stimmt. Oh, dann gleich mal einmal. Ach, voll daneben, ey. Gebiet gesichert. Sehr schön. Achtung, sie sind uns gefolgt. Oh. Tot. Wow. Gute Arbeit am Geschütz, Commander. Wir haben das andere in Sichtweite. Karos! Erwischt, Shepard. Na gut. Wer denn? Hopp. Wieso bleibt das jetzt hier stehen? Was ist denn jetzt hier los? Achso. Oh. Ah. Da ist das Geschütz. Vernichten Sie die Gate und bringen Sie die Sprengladungen an. Guck doch mal hier vor, hier. Mal schnell, schnell speichern, fehlschlagen, weil die mich verarscht. Wir haben alle erwischt, Shepard. Sehr schön. Freut mich. Sprengladungen sind angebracht. Alle Mann runter, sofort! Gemacht. Eine Sache weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Commander, ich bringe uns rein. Ich nähere mich der Stelle, soweit ich kann. Hm.
wieder da. Bombe ist in Position. Wir sind hier alle Commander, hören Sie mich! Die Atombombe ist fast bereit. Gehen Sie zum Treffpunkt, Williams. Nein, Commander. Die Geth haben uns am Flakturm festgenagelt. Wir erleiden schwere Verluste. Captain Kirahi ist tot. Wir werden es nicht rechtzeitig zum Treffpunkt schaffen. Halten Sie durch. Wir kommen Sie holen. Negativ! Stellen Sie einfach sicher, dass die Bombe scharf ist. Wir halten Sie so lange zurück, wie wir... Schon okay, Commander. Ich brauche ein paar Minuten, um die Bombe vollständig scharf zu schalten. Holen Sie sie und kommen Sie dann wieder her. Hoch zum Flakturm, los! Uiuiui, Und wächst sie noch mit. Wo ist der Flakturm? Dann mach mal. Muss ich hier hin oder was? Anscheinend, weiß grün. Hi. Öffnen wir mal die Tür. Hi. Jemand wurde getroffen. Mann, kann ihn jetzt mal jemand erschießen da oder was? Ja, mal erholen. Das war ja auch witzig. Das war ja auch gerade. Schicken Sie mich wieder rein. Wo rein? Hä? Wo bist du denn, Garrus? Garrus! Ja. Ist man jetzt da lang oder was? So. Mitnehmen. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geth. Können Sie sie zurückhalten? Es sind zu viele. Ich glaube nicht, dass wir durchhalten, bis sie hier sind. Ich aktiviere die Bombe! Was zum Teufel machen Sie da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Was soll ich tun? Ich nehm... Alenko, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen, komm, Ash. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Und schnell zurück zu Alenko. Die wird schon überleben. Oh, oh, geh auf hier. Hä? Geht das nicht auf? Ah, na, endlich.
Ich setz meinen Arsch natürlich für Alenko aufs Spiel. Junge, Junge, was ist denn hier los? Vielleicht gut. Ah, scheiße, Mann. Wie dieser liegt, ey. Eigentlich das letzte Mal stehen hier im Ding. Ich bin nur 43, ich bitte sind jetzt. Ach hier, okay. Am besten jetzt mal hier. Oh, dann muss ich ja hier schon wieder anfangen, ey. Kann ich ab da eigentlich nicht mehr schießen? Ah ja, ich habe ihn jetzt auf jeden Fall im Fußtritt eben. Und diesmal landet King Krogana mit im Fahrstuhl. Wir entscheiden jetzt uns natürlich wieder für Alenko. Diesmal aber volle Konzentration. Verstärkung. Wir beeilen uns lieber. Vorsicht, Lieutenant. Wir haben soeben ein Schiff entdeckt, das zu Ihnen unterwegs ist. Es ist schon hier. Die gesamte Detonationsstelle wimmelt von Geld. Halten Sie durch, Lieutenant. Ich komme und hole Sie daraus. Negativ. Es sind einfach zu viele. Ich glaube nicht, dass wir sie aufhalten können. Ich aktiviere die Bombe. Was machen Sie denn da, Alenko? Ich stelle nur sicher, dass diese Bombe hochgeht. Unter allen Umständen. Erledigt, Commander. Holen Sie Williams und verschwinden Sie dann schleunigst. Vergessen Sie's. Wir können auf uns selbst aufpassen. Gehen Sie zurück und holen Sie Alenko. Alenko, funken Sie Joker an und sagen Sie ihm, er soll uns an der Detonationsstelle treffen. Ja, Commander. Ich... Sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist, Lieutenant. Bleiben Sie am Leben. Ich werde Sie holen, komm, Ash. Natürlich. Wir beide wissen, dass das nicht passieren wird, Commander. Natürlich ist es die richtige Entscheidung. Hätte ich das sagen sollen? Nee. Ich meine, sie ist eine gute Teammitglied, auf jeden Fall, ja. Kann man immer gebrauchen. Oh, ich brauche jetzt erstmal Konzentration. Konzentration. Mann, wo schießen die denn überhaupt hin, ey?
Ja, das hat da jetzt schon besser geklappt. Wieder noch mehr. Commander, legen Sie die Bombe und dann raus da. Ja. Können Sie nicht länger... Verdammt. Sperrfeuer. Decken Sie die Flanke. Decken Sie... Shepard, meine Geht waren hundertprozentig überzeugt, dass die Salarianer die wahre Bedrohung waren. Eine eindrucksvolle Ablenkung. Aber natürlich war alles umsonst. Ich kann nicht zulassen, dass sie zerstören, was ich hier erreicht habe. Sie können ja gar nicht verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht. Sovereign und seine Art haben die Proteaner vernichtet. Was gibt es mehr zu verstehen? Sie haben die Visionen durch die Sender gesehen, Shepard. Sie ganz besonders sollten verstehen, wozu die Reaper fähig sind. Man kann sie nicht aufhalten. Verzetteln Sie sich nicht mit sinnlosen Revolten. Opfern Sie nicht alles für ein bisschen Freiheit. Die Proteaner versuchten zu kämpfen und wurden ausgelöscht. Trillionen Tote. Und wenn Sie sich den Eindringlingen gebeugt hätten, würden die Proteaner dann noch existieren? Ist Unterwerfung nicht besser als Auslöschung? Glauben Sie wirklich, die Reaper werden uns leben lassen? Jetzt verstehen Sie sicher, warum ich das dem Rat verschwiegen habe. Wir organischen Lebewesen werden von Emotionen statt von Logik vorangetrieben. Wir kämpfen selbst dann noch, wenn wir wissen, dass wir nicht gewinnen können. Aber wenn wir mit den Reapern zusammenarbeiten, wenn wir uns nützlich machen, wie viele Leben könnten dann gerettet werden? Als ich das verstanden habe, schloss ich mich Sovereign an, obwohl mir die Gefahr bewusst war. Ich hatte gehofft, diese Einrichtung würde mich schützen. Sie und jeder andere bedauernswerte Bastard hier. Ein Instrument, das Sovereign benutzen und dann wegwerfen kann. Ich habe die Effekte der Indoktrination studiert. Je mehr Kontrolle Sovereign ausübt, desto weniger eigenbestimmt wird das Subjekt. Das ist meine Rettung. Sovereign braucht mich, um die Röhre zu finden. Mein Verstand gehört mir. Noch. Aber die Transformation vom Verbündeten zum Diener geschieht schleichend. Ich werde nicht zulassen, dass es mir passiert. Warum folgen die Geth, Sovereign? Sie halten Sovereign für eine Art Gott. Die Spitze ihrer eigenen Evolution. Aber die Reaktion ihrer Gottheit ist ziemlich eindeutig. Sie fühlt sich beleidigt. Sovereign will die erbärmlichen Verehrungen der Geth gar nicht. Sie sind nur Instrumente und kein noch so großer Glauben wird das ändern. Aber als Instrumente sind sie nützlich. Sie werden die anstehende Invasion überleben. Wenn organisches Leben überleben kann, müssen auch wir beweisen, dass wir nützlich sind. Wir müssen mit den Reapern zusammenarbeiten. Sagen Sie mir, warum Sovereign die Röhre braucht. Erklären Sie mir, was das ist. Vielleicht finden wir einen Weg, sie aufzuhalten. Die Röhre ist der Schlüssel zu ihrer Vernichtung und meiner Erlösung. Sovereign braucht meine Hilfe, um sie zu finden. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht indoktriniert wurde. Sovereign manipuliert sie und sie erkennen es nicht mal. Sie stehen doch schon unter seiner Kontrolle. Nein, Sovereign braucht mich. Wenn ich die Röhre finde, wurde mir eine Begnadigung vor dem Unausweichlichen versprochen. Das ist meine einzige Hoffnung. Schließen Sie sich mir an. Wie können Sie nur... Sie waren ein Spectre. Sie haben geschworen, die Galaxis zu verteidigen. Dann brachen Sie den Schwur, um sich selbst zu retten. Ich mache das nicht für mich. Erkennen Sie es denn nicht? Sovereign wird Erfolg haben. Es ist unausweichlich. Mein Weg ist der einzige Weg, wie wir überleben können. Ich schmiede eine Allianz zwischen uns und den Reapern, zwischen organischem Leben und Maschinen. Und auf diese Weise rette ich mehr Leben, als je existiert haben. Aber sie würden mein Werk rückgängig machen. Sie würden unsere gesamte Zivilisation zum Untergang verdammen. Und dafür müssen sie sterben. Ach nee.
Okay. Ja. Hä? So. Ah, ja, geht doch. Ja. Was ist da noch so ein Ding? Geht denn das nicht? Ah, nur so spät. Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Es war nicht ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Ja, Ma'am. Wir kümmern uns darum. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Commander, Ihre Visionen, haben sie sich verändert? Wissen Sie jetzt, wo die Röhre ist? Die Vision hat sich verändert, aber es ist immer noch verschwommen. Dann kommen wir so nicht weiter. Wir werden wohl nach Pharos reisen müssen. Vielleicht finden wir dort, wonach wir suchen. Ich werde Joker mitteilen, wohin unsere nächste Reise geht. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard. Es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeier ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Krogana ein harter Gegner. Die Krogana hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise.
Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Mhm, merk ich. Tja. Leute, das war eine etwas größere Mission und wir haben leider zwei Leute verloren. Einmal den wunderbaren, süßen, schnuckligen Rex. Einmal die Ashley. Ja, nun, manchmal sind Entscheidungen echt schwer zu treffen. Keine Ahnung, also was hätte ich da machen sollen? Ich mag Karen, oh Gott. Kairan mehr als die Ashley, aber ich dachte eventuell, dass die beide, also dass beide, auch Ashley natürlich, das überlebt da, aber irgendwie war das doch falsch. Keine Ahnung. Er ist blöd halt gelaufen, aber was soll ich tun? So ist das. So ist das hier in Mass Effect. Man will immer, dass alle überleben. Aber leider im Unterbewusstsein trifft man doch die falsche Entscheidung. Allerdings weiß ich jetzt nicht, hätte ich jetzt Ashley geholfen, ob Kai dann gestorben wäre. Das weiß ich nicht. Oder dann würde ich sagen, denn ja, tut's mir leid, dass sie gestorben ist. Ja, ich glaube, es geht auch, dass beide überleben. Nur ich weiß nicht, wie man ja gesehen. Tja. Gut, das war's denn. Erstmal. Und wir sehen uns denn beim nächsten Mal, wenn es heißt Saren und seine Crew hier den Erdboden gleich machen. Salutiert. Metal off. Bye bye.